It's almost too cold to bear. But if we don't retrieve the scepter, Medea and I may never return to normal. We'll just have to grin and bear it. Let's keep pushing on. At least moving might help us to warm up a little. Allerdings. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des wunderschönen Königs Fett 3, der Super Crush 45 89. Unsere große Reise geht nun weiter. Leider Gottes ist David auch noch den Zepter zum Opfer gefallen, beziehungsweise Rapton, denn der hat jetzt die Kontrolle von Dominikus Hund Leopold übernommen. Und ihn getötet. I shouldn't have to put up with being in a freezing place like this. It's all Dormagus's fault. Well, but he's dead now. So I suppose it's that Leo, what's his name's fault? I don't know. A dog of all things. Oh, brr. Oh, stop your whinging, Grandad. It ain't as if we've got a sweat on, you know. Just get on with it. I beg your pardon? How uncalled for. I don't see why I shouldn't be able to say whatever I please. You've no right to talk to me like that. No right at all. I'm absolutely livid! Livid, I tell you! I'm going on ahead! Und der Hund macht dann auch gleich die Tür zu. Ja, jetzt wurden wir von der Lawine erfasst, aber wir haben uns anscheinend überlebt. Und jetzt sind wir in dieser Hütte gelandet. Wer hat uns hier wohl aufgenommen? Naja, wir haben halt Glück gehabt, ne? Wo sind eigentlich die anderen? Hier wird anscheinend Essen gekocht, nehme ich mal an. Gibt es sogar Mini-Medaillen? Hier ist nichts drin. Es sieht mir jedenfalls aus wie eine Art Topf für Suppen kochen. Wie ein antiker. So, Spezialgegengift und Spezialarznei. Nice. Das sind doch mal Heilungsgegenstände, die man gebrauchen kann. So, wer hat uns denn hier aufgewärmt? Wie geht's dir, Chef? Alles in Ordnung? Ich hab mir Sorgen durchgemacht. Du warst der Einzige, der einfach nicht aufwachen wollte. Das gehörte dem alten Großmütterchen da drüben. Lebt allein hier, weißt du? Wir sind ganz in der Nähe von der Stelle, an der wir Lawine runtergekommen. An der die Lawine runtergekommen ist. Sagten wir, wir können bleiben, bis der Schneesturm nachlässt. Wie freundlich von ihr. Als ihr alle von dieser Lawine erschüttert wurden, eilte ich zu dieser Hütte, um Hilfe zu holen. Ich war ziemlich in Panik, musste ich gestehen. Sie versteht, dass hier nur eine einstellende alte Dame lebt, hat meine Hoffnung zuerst ein wenig. Doch zum Glück hat dieser Hund da drüben mein glückliches Händchen, wenn es darum geht, Leute aus dem Schnee zu ziehen. Und es wird nicht etwas ein glückliches Pfötchen? Wie dem auch sei, er zog euch alle heraus und wir schafften es, euch zu dieser Hütte hier zu bringen. Man könnte sagen, dass er an eurer Rettung beteiligt war. Aber wenn ich jetzt nicht hergekommen wäre, würdet ihr jetzt im Schnee luschen. Ich hoffe doch, dass ihr mir dankbar seid. Selbstverständlich.
Ich meine, das ist das Beste, was man tun sollte, um Hilfe zu holen. Danke nochmal, mein lieber Hund. Oh. Hm. That dog over there is called Boris. He's the one who dug us out from the snow. What a dog. He's a lot more use than a certain king, don't you think? And he smells a bit better too. How dare you, boy! How could you say such a thing about your own master? Honestly, who do you think called for the dog's help in the first place? That dog over there's... What a dog. He's a... I heard that, Angelo. More use than a certain king, you say? How dare you? Honestly, who do you think called for the dog's help in the first place? Was sagt Jessica wohl dazu? Dieser Tee wurde aus einer Pflanze namens Brandkraut gebraucht. Erwärmt, offen macht einen widerstandsfähiger gegen die Kälte. Es ist ein wenig stark, aber ich könnte mich an den Geschmack gewöhnen. Warum bittet die Leute nicht auch um eine Tasse? Ja, okay. Aber gucken wir uns vorher noch ein bisschen um. Hier gibt es wieder ein paar Bücher zu lesen. Die späteren Leben der Weißen. Nach der Schlacht mit dem Fürsten der Finsternis kehrte einer der sieben Weißen der große und gelehrte Kadam heim in das verschneite Land. Seine späten Lebensjahre soll er damit verbracht haben, die Geschichte der großen Schlacht für seine Nachkommen zu erzählen und aufzuzeichnen. Würde man heute auch nur einen Bruchteil von Kadams Aufzeichnung wieder finden, käme das einer wissenschaftlichen Sensation gleich. Interessant. Von warmen Mänteln und anderen Glücksfällen. Man kann eine rote Robbe fertigen, indem man die Robbe eines Weißen mit einem speziellen Pigment färbt. Das Pigment wird aus einem gewissen roten Kraut und verzauberten Wasser hergestellt. Die so entstehende purpurrote Robbe schützt ihren Träger selbst vor den schlimmsten Schneestürmen. Robbe des Weißen plus Sauerwasser und Brandkraut. Aber wir haben aktuell leider keinen Brandkraut. Ich weiß nicht, ob wir auch eine Robbe des Weißen haben. Die Dame hat uns also gerettet. Das ist sehr interessant. Kommen wir nochmal zum Schlafgemach. Dankeschön. Ah, ihr seid wach. Eure Wangen haben gegen so eine Farbe. Das ist ein gutes Zeichen. Dobro. Potz, hallo, wat, willkommen in mein Heim. Ich bin Martha. Ich lebe hier draußen im Bergen, pflanze Kräuter an. Euer Tee wird bald fertig sein. Wenn ihr den trinkt, wird euch wieder richtig warm. Dankeschön, Martha. I will bring you some of my nook grass tea. Please, drink. This nook grass tea will keep you warm even in the bitter cold of the snowy land. How terribly kind of you. First you save us from the avalanche, then you put us up for the night, and now you warm our innards. Now that's what I call hospitality. And what's really amazing is that you helped a weird old monster like him in the first place. You loathsome lowlife! You of all people have no right to call me weird. It is true that his appearance is a little unusual. But when you get to my age, you learn not to judge a horse by its harness. And of course, I would help anyone who was in trouble so far from civilization. I hope you don't mind me asking, but why do you live all the way out here on your own? Of course I do not mind, dear. There is an old ruin behind my house. My ancestors have looked after it, generation after generation. It is a family duty, but that will all end with me. I have no one to follow in my footsteps when my life is finished. Really? It must be pretty tough living on your own like this, duty or no duty. It is comfortable enough.
have lived here since I was a child, so it is not a hardship. Besides, to live life is not to walk through a meadow. And from time to time, people get lost here in the mountains like you, so I am not lonely. And I always have Boris to keep me company. Ah, on the subject of dogs, we had something to ask you, Marta. This will sound a bit strange, but we're pursuing a big black dog, and we heard that he might have been headed in this direction. There's a good chance he may have come this way. Have you seen anything? No, I am sorry. The only dog I know about is big old Boris over there. Sorry, I cannot be of more help. You should ask where there is a lot of people. If you go down the mountain and go to the north, you will come to a town called Orkutsk. Maybe someone will know something there. Ah, that sounds like an excellent idea. Right then, chaps, there's no time to lose. Oh, yo-yo, if you are hasty, others will only be amused. That is an old saying here. One should not be so eager to go back out into the blizzard. The night is coming. Why don't you rest here? I am sure the blizzard will be gone by morning, so you can leave for Orkutsk then. Yes, yes. Wise words, my good woman. Very well, we shall rest here for the night. Go north from the bottom of the mountain and you will come to Orkutsk. Please be careful on your journey. By George! Princess, are you all right? Were you cold in the night? Forgive me, but I must ask you a favor. If you meet with a man called Marek in Orkutsk, please give this to him. He is probably working with herbs like I am. I would be grateful if you could give him that bag. Спасибо. Thank you. Right then. Off to Orkutsk. Toodly bye. Ja. Dann auf nach Orkutsk. Oder wie es auch immer nochmal genau hieß. Hey, Moment. Achso, nein. Das ist nur eine Kugel über. Ich dachte, es wäre wieder ein Monster für die Monster-Arena. Das kann man so leicht verwechseln. Von der Ferne. Ja, das Team ist ja wieder vollständig und wir können jetzt wieder uns ein bisschen im Kampf austoben. Vor allem, Jessica beherrscht jetzt den stärksten Eis- und Feuerzauber aktuell. Während sie das nur mit dem Fluch machen konnte, kann sie das jetzt einfach so machen. Ich glaube, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Jap. Aber ich wollte mich ja sowieso erstmal noch ein bisschen umgucken hier. Na gut, wir können mal einen Kampf bestreiten. Aber so viel Kämpfe möchte ich eh nicht machen. Es sei denn, wir kommen zum Metallschlamm oder so. So. Angreifen mit unserem neuen Bumerang. Axt der Angst gegen das Frostfeuer. Und du setzt mal deinen Brauszauber ein gegen Streckungsgerör. Und du. Haha. Fauch. Zisch. Moment, wo ist denn ihr dritter Zauber? Ist jetzt Kläre drauf?
Hä? Also nur Schmor oder was? Das wird jetzt auch den besten Feuerballzauber drauf haben. Anscheinend nicht. Schade. Oh, macht eh schon sehr viel Schaden. Geboom! So. Aber den Zauber beherrsche ich ja bereits auch. Also ist das nichts Neues. So. Bin froh, dass die Gruppe wieder vollständig ist. Zu viert ist es doch immer besser zu kämpfen. Es kommen wieder diese Schicksalsglocken. Ui, das klingt gar nicht so gut. Schimmernder Schuss. Zerstörerisches Zauberlicht. Oh, das klingt super. Dann auch noch Schmorzauber. Boah, geil, ey. Das ist ein heftiger Angriff. Wenn das noch nicht gerade mal der zweitstärkste Fähigkeit ist, wie sieht es dann mit seiner stärksten Fähigkeit aus? Na, immerhin hat er jetzt einen mächtigen Pfahlangriff drauf, mit dem was anfangen kann. Eisköniginnen, ja, nicht mehr lange. Schmor. Axt des Bösen war das. Alle Feinde. Wahnsinn. So, und jetzt noch. Schimmernder Schuss. Bam. Alter Schwede, jetzt geht mal richtig ab hier. Da haben die Feinde kaum einen Hauch einer, nicht den Hauch einer Chance. Mit diesen starken Techniken, die wir jetzt drauf haben. Vielleicht jetzt auch noch hier einen Eisdrachen uns vorknöpfen. Oder Frostdrache. Hey, was soll das? Lass das. Wenn es nur ein einziger Feind ist, dann nehme ich auch gleich das Bastardschwert dafür. Ja, warum nicht? Dann hole ich mir auch die LP wieder zurück. Nicht was besser ist, Schimmernder Schuss oder Multischuss? Also insgesamt, ne? Das müsste wohl der schimmernde Schuss sein. Ha! Hahaha! Nice, ey! Da kommen wir wieder in die alte Dorfhütte zurück. Wo Martha lebt. So, ich glaube, wir haben alle Feinde hier gesehen, ne? Na, bis auf die Maschinen oder diese Flammengeister. Frostfeuer. Ja, so wieder den Bumerang nehmen und angreifen. Angreifen, was das Zeug hält. Ja, schimmernder Schuss. Das muss jetzt sein. Das muss ich jetzt nutzen. Kostet es, was es wolle. Alter Schwede. Zuck. Boom. Da gehen wir richtig ab hier.
Brauch einen Moment nach Norden. Hier lang müssen wir. Jetzt gehe ich schon nach Süden, nicht Dabes. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sich der Weg jetzt hier teilt. Da ist es auch schon. Orkus. Ah, und ein Maschinenmonster. Hey, es wäre gut, wenn ich da so ein Maschinenmonster für die Arena finde. Dann hätte ich einen besseren Schwertkämpfer als, Ede. So. Vielleicht wäre ein Blitzzauber eher besser dran. Aber leider Gottes beherrschen wir sowas nicht. Weil in Dragon Quest Heroes, da sind die nämlich empfindlich gegen Blitzzauber, diese ganzen Killermaschinen. Oder generell jegliche Art von Maschine. Hier sind so viele Maschinen. Da könnte es eine gute Möglichkeit geben, dass vielleicht hier auch irgendwo so eine Maschine existiert. Wäre schon schön. Deswegen gucke ich mir noch ein bisschen genauer um. Außerhalb vom Dorf. Vielleicht mit etwas Glück finde ich so eine Maschine als Monster für die Arena. Weil es wimmelt hier schon von Monstern, aber Monster für die Arena sehe ich bislang noch keins. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Lass mich nur in Ruhe. An euch bin ich nicht interessiert. Was? Hey, ich wollte noch nicht rein. Well, it seems we've arrived in Orkutsk at last. And that Nutgrass really is quite marvelous. I wasn't a bit cold, even in all that snow. Now, we can stay outdoors as long as we like. Excellent! Well, I'll be waiting outside the town as usual. In you go! Später, ich wollte mich noch ein bisschen umgucken, ne? Lässt du mich das mal machen? Meine Fräse. Ah, jetzt müssen wir wieder... Jetzt muss ich wieder Baumrenns Glocke nochmal nutzen. So. Ich wünschte, ich könnte hier so eine Maschine finden. Ich glaube, es gibt da auch sogar mehrere Maschinenarten für die Monster Arena zu finden in diesem Spiel. Naja, aber was ich gefunden habe, das gefällt mir auch. Kann man zum Glück öffnen. Und eine Mini-Medaille uns krallen. Geht sogar in eine Höhle rein. Ich glaube, die wird später noch wichtig. Gehen wir also jetzt noch nicht da rein. Leider keine Monster für die Monster-Arena. Das ist sehr schade. Oh! Na toll. Hat er mich noch erwischt. Naja, was soll's. Wurmzauber. Boah, dieser Angriff geht echt voll gut ab. Was? Multiheilung? Oh! Das wurde bestraft mit einem kritischen Treffer. What the hell? Kritischer Treffer und das war's. War die Strafe dafür, dass er ausgerechnet Heilung einsetzen musste. Boah, ich weiche den nur ziemlich knapp aus. Auf Dauer geht das gar nicht gut. Ah ja, aber wenigstens lohnt es sich hier noch, sich ein bisschen umzugucken. Um noch etwas Gold zu holen. Ja, in der nächsten Stadt werde ich wahrscheinlich jetzt wieder jede Menge Kohle brauchen, weil es wieder neue Waffen und Rüstungen gibt, nehme ich mal an.
Aha. Er wird dann angreifen gehindert. Und tschüss. So viel mal zu den einen Frostdrachen hier. Okay. Müssen wir aber langsam mal sicher beim Dorf. Also jetzt müssen wir uns aber zum Dorf begeben. Jetzt müssen wir aber endlich mal wieder Anschluss finden. Wo ist denn das? Das Dorf sicher auf der Karte, aber ich finde den Eingang nicht mehr. Ah, hier. So. Da nichts wie rein hier. Willkommen in Okutsk. Ja, und da gibt es wirklich einen Waffen- und Rüstungsladen, wie ich es befürchtet habe. Aber wir werden im nächsten Part erst dann den Mann, den Beutel übergeben. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte dich bestimmt mehr als Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer CrushFortific89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 8. Die Reise ist vorhin schon in Königsfeld 3. Der ist also Wiedersehen und tschüss, Leute.